Willkommen zurück zu Watch Dogs, dem Spiel, wo wir mehr als genug zu tun haben. Wie wir heute weitermachen, weiß ich noch gar nicht so genau. Zunächst einmal schaue ich mich nochmal schnell um, wo ich hier überhaupt gerade bin. Also hier auf dem Inselstück sind wir ja so ziemlich perfekt fertig. Was ist das? Treppe. Oh, jetzt werden uns schon die Treppen angezeigt. Was ich gerne mal machen würde, das finde ich wirklich knurke, wenn wir das endlich mal tun könnten. Ich finde es nur gerade nicht. Ah doch, hier ist was. Ich würde mir unheimlich gerne endlich mal so ein komisches Leichennebenmissionsdingens anschauen. Frage ich mich ja jedes Mal, was da passiert, aber irgendwie bin ich nie dazugekommen. Heute gehe ich die Sache mal an. Lauf, Peter, lauf. Lauf, Peter, lauf. Bitte. Erst redet die Englisch, dann Deutsch. Die soll sich mal entscheiden. Das wird immer komplizierter. Solange sich Damien auf die Festplatte konzentriert, kann ich Nicky finden. Er wird Fehler machen. Ich kenne ihn. Ich muss Geduld haben. Und als erstes. So. Ach, oh, oh. So, wir müssen jetzt eigentlich immer nur den Gleisen folgen, dann kommen wir automatisch zu Mr. Leiche. Falls ich das noch recht in Erinnerung habe, ist das eine Leiche. Ich weiß es aber nicht. Ah ja, wir müssen noch ein Stück. Aber wer ruft denn jetzt wieder an? Ich habe die Nachrichten gelesen. Da stand was über eine Verfolgung am Parker Square. Sah hier ganz nach Hayden Pierce aus. Bist du bei Nicky? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen und ich habe ihr deine ganzen Moves verraten. Sie war ziemlich aufgeregt. Hallo? Sie kennt dich wohl nicht so wie ich. Lass mich mit dir reden. Na, na. Die IP-Adresse. Ja. Da ist etwas in Rossi Fremont. Eine Art kleiner Server steckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee. Geld. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Nein, das ist kein Horrorspiel. Lass mich mit Nicky reden. Na, war das denn so schlimm? Aiden. Hey. Oh je. Es wird langsam. Es ist bald vorbei. Hier ist auch so ein Audiolog, das ich abfangen kann. Dieser blöde Anruf, der nervt mich. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Aber wir machen heute auch mal wieder, beziehungsweise bei der Session heute, mache ich auch wieder ich hab keine Geheimnisse. Ein, zwei Missionchen, dann haben wir dieses lange Gespräch von der Backe. Das nervt mich ein bisschen, dass die Gespräche ständig und dauernd wiederholt werden. Ist mir nicht etwas leichter machen. Bitte? Ach so, weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen? Also, es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Oh, hab ich dir weh getan? Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Na, am Wasser. Kamera. Der Spaß ist vorbei. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Nicky übrigens auch. Das ist eine Uhrzeit. 15 nach 1. Vermisste Person, 1 von 7. Hilfe! Das also sind die Leichenmissionen, gut zu wissen. Was haben wir denn hier hinten? Oh, hier hinten haben wir ja noch viele Sehenswürdigkeiten und so. Auch was zum Saufen sehe ich gerade. Okay, wo ist denn überhaupt unsere nächste Mission jetzt? Weiß da einer was drüber? Das können wir von hier aus machen, denn ich will jetzt wirklich mal hier... Ich will das lange Gespräch von der Backam und vor allem, es wird langsam auch mal wieder Zeit, dass wir uns mit der Story ein bisschen beschäftigen. Wir machen hier, beziehungsweise ich mache hier viel zu viel Nebenmissionszeug. Deshalb werde ich mich jetzt in erster Linie erstmal um den zweiten Akt hier kümmern. Dass wir da auch endlich mal vorankommen, ne? Meins? Nennt man Reißverschlussverfahren. Jetzt fahr halt! Die will dich fahren! Ah. Jetzt reicht's mir, dann steuere ich doch wieder like Peter.
Ach stimmt, wir waren ja mit bei der Mission von dieser Gang und soweit ich weiß, müssen wir gerade bei dieser Gang einbrechen, ne? Oder zumindest suchen wir irgendeinen Weg, weil da der Raum mit der IP-Adresse ist, in den wir rein wollen. Ich park hier mal. Los geht's. Akt 2, kein Job für Tyrone. Oder Tyrone. Perfekte Ziel. Er hat nicht viel, aber viel zu verlieren. Leicht einzuschüchtern. Ambitioniert, aber faul. Okay, erst ein Zuhause. Dann das Handy anzapfen. Und alles aufnehmen, klar, was er sagt. So, verschaffen Sie sich Zutritt zu Batbags Wohnung. Ah, okay. Los geht's. Ah, wieder eine Bastelstunde. Wo geht's denn hier los? Da hinten. So, da haben wir das schon, ne? So. Ah, so ist das, okay. Na, na, na. Das habe ich nicht gewollt. So, ich denke, das war... Lol. Du fährst mich zum Flohmarkt. Also, was hast du denn schon zu tun, was so wichtig wäre? Arbeit, Grammar, Arbeit. Du hast einen Job? Warum sagst du das so nicht? Ist es nicht, Grammar. Ein Job für Tyrone ist ein Job für Batbook. Ach bitte, Grandma. Batbook bedeutet noch nicht mal was. Doch, tut es. Das heißt, ich bin Player. Ein was? Ein Batbug kommt bei jeder Frau ins Bett. Das ist widerlich. Ach, so hab ich dich aber nicht erzogen. Och nee. Ja, bin auf dem Weg. Ich muss jetzt los, Grandma. Hab dich lieb. Ja, ich hab dich auch lieb. Obwohl du so ein Idiot bist. Och nee. Mal sehen, ob du Dreck am Stecken hast. Geht alles gut. Wirst du es nicht kommen sehen. Ich soll den Onkel beschatten. Der Onkel steigt in ein Auto. Warum macht Direct das? Willst du ein Dorf kontrollieren? Dann komm als Freund. Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauern sind Gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Ein Tempomat wäre jetzt echt ein Segen. Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bee. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt. Stimmt. Aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal. Ehrlich. Wenn du aufsteigen willst. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Iraq hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, B, ich soll... Aha, ich darf hier nicht rein. Ja, ja. Oh, nee. Das kitzelt. Hört auf damit. Jo, ich hab mir schon so gedacht, soll ich da jetzt reinfahren? Das geht doch nicht gut. Aber dann war es auch schon zu spät, hör mal. Warum macht der Rap das? Willst du ein Dorf kontrollieren? Dann komm als Freund.
Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauern sind Gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Klar, warum nicht? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bee. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt. Stimmt. Aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal. Ehrlich. Wenn du aufsteigen willst. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Iraq hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, Bee, nicht so laut. Fuck, Mann, erwarten die Stress? Sieht aus, als ob Iraq hier alles dicht macht. Klar erwarten die Stress, ich komme nämlich her. Was sind wir, Babysitter? Soldaten, Bruder. Weißt du noch, als Fly und seine Jungs verschwunden sind? Sie sind zu weit gegangen. Shit, 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 shit. Ich weiß das, weil aber ich das passt. Mann, sag das auch nicht so laut, Bee. Du weißt, dein Cousin hat Schiss, dass der Mist auf ihn zurückfällt. Ich sag, was ich will. Was? Bist du etwa auch so ein Schisser? Nur wenn ich mit dir zu tun habe, Mann. Da. Damit kann ich ihn erpressen. Wenn Iraq davon Wind bekommt, dann wird Bedburg auf einer Müllkippe landen. Okay. Na mal weiter beschatten. Wir müssen den ja bestimmt noch stellen und dann richtig schön geh mir aus dem Weg, nur weil du ein cooles Auto hast. Das Auto dreht sich recht lustig. So, ich bin voll versteckt, ey, du siehst mich nicht. Danke, Mann. Pass auf dich auf. Wie immer, wie. Hilfe. Ich beschatte dich! Hat noch nie gevögelt! Und vor seine Mama abgeknallt! Hast du die Karten? Klar, Bee. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Iraqs Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Immer weiter beschatten. Oh. Shit! Der hat eine Pumpe! Das darf der doch nicht machen. Ich dachte, der geht um den Wagen drumrum, Mensch. Der kann sich doch nicht einfach so in meinen Weg stellen. Was denkt der denn, wer er ist, hör mal? Keine Erziehung, die Burschen heutzutage. Keine Erziehung. Das Viertel so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich seh's so. Die wollen's nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir einen zu blasen. Mann, du bist irre. Was soll denn das, hör mal? Wo kam der denn jetzt her? Den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Der war doch vorhin nicht da, oder? Ab und zu sollte ich vielleicht mal auf die Karte gucken, weil ab und an sind da ja Gegner und sowas auch verzeichnet, ne? Das wird er so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Burg. Nicht doch so. Die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich seh's so. Die wollen's nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir einen zu blasen. Mann, du bist irre. Du hast das Recht, die scheiß Klappe zu halten, Dicker. Nacht. Hör auf zu fluchen, Mann. Denk ans Gesetz. Hallo. Hat noch nie gevögelt. Und vor seine Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, Bee. Den Nummern auch? Ja, sind drin.
Und Irex Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Na? Ich dachte schon, der kommt jetzt hier lang. Big B im Anmarsch. Was geht, Wies? Kann ich mal zu Lil Juice? Ja, yeah, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann! Das Rundgang? Yep. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club bei Rack nicht mehr. Gut. Mhm. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen habe, werde ich dich nicht vergessen. Shit, ich will den... Ich steck fest! Zielperson verloren, ist klar. Okay, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Tschüss.